Liebes Publikum, es ist soweit. Wir kommen jetzt zum entscheidenden Moment dieser Preisverleihung, zur Bekanntgabe des Sachbuchs des Jahres 2023. Ich bitte noch einmal die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, auf die Bühne. Ihr kommt das Amt zu, die Begründung der Jury zu verlesen und den Preisträger, die Preisträgerin auszurufen und dann die Ausgezeichnete, die Ausgezeichnete auf die Bühne zu bitten. Ja, meine Damen und Herren, wahrscheinlich geht es Ihnen jetzt wie mir und Sie hätten gerne mal Mäuschen gespielt in dieser Jury. Ich verrate Ihnen, ich durfte es ja auch nicht. Und was ich aber gesagt bekommen habe, war, dass Sie sehr, sehr gut miteinander gearbeitet haben. Das haben wir gerade gehört. Und dass es so eine Frage gab, brauchen wir auch Lösungen oder langen auch Fragen? In einem Punkt haben Sie eine einstimmige Lösung gefunden, nämlich was hier drin ist. Und damit mache ich es noch ein ganz klein bisschen spannend beim Aufblättern. Den Deutschen Sachbuchpreis 2023 verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Ewald Frieh, ein Hof- und Elfgeflüster. Weil Herr Frieh im Moment so aussieht, als müsste er die Freude noch fast eine Sekunde mal verdauen, lese ich die Begründung vor. Währenddessen können Sie dreimal tief durchatmen und dann freue ich mich, wenn Sie zu mir auf die Bühne kommen. Die Begründung der Jury. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben geschieht überall. Eine persönliche und überraschende Perspektive auf diesen Veränderungsprozess nimmt Ewald Frieh ein. Am Beispiel seiner Familie aus dem Münsterland beschreibt er Spannungen, die sich zwischen Stadt und Land entwickelt haben und uns gegenwärtig intensiv beschäftigen. In seiner verblüffend einfachen und zugleich poetischen Sprache schafft Frieh Zugang zu einer Welt im Wandel, immer empathisch, aber nie nostalgisch. Auf der Basis von Interviews mit seinen Geschwistern hat Ewald Frieh ein tiefes und gleichzeitig zugängliches und unterhaltsames historisches Sachbuch verfasst. Das muss mal jemand über sich hören. Das steht hier nicht. Diese Alltagsgeschichte geht von leicht zu übersehenden Details aus und entwickelt große Gedanken. Ein inspirierendes Beispiel für innovative Geschichtsschreibung, Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der Vorstand Hamburg Elbphilharmonie am 11. Juni 2023. Und jetzt bitte ich Sie auf die Bühne. Wir sollen es jetzt einmal so in die Kamera halten. Das haben wir der Kamera versprochen. Und jetzt überlasse ich Ihnen die Bühne.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das ist ein besonderer Moment für mich. Ich möchte mich bedanken bei der Stifterin des Preises, der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und bei den Institutionen und Einrichtungen, die diesen Preis unterstützen. Ich möchte mich bedanken bei der Jury, die eine enorm aufwendige Arbeit auf sich genommen hat, so kommt es mir jedenfalls vor, und sich mit der Entscheidung natürlich auch der Kritik aussetzt, aber gerade dadurch eine Möglichkeit schafft zu überlegen, was eigentlich ein gutes Sachbuch ist. Und ich möchte mich bedanken bei den Autorinnen und Autoren, die eben mit mir da draußen gesessen haben und die, wie ich das Gefühl hatten, jeder und jede könnte gewinnen und wir möchten nicht in der Haut derjenigen gesteckt haben, die entschieden haben. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Geste, dass wir alle Bücher bekommen. Und ich finde, das könnten Sie auch machen, weil es wirklich tolle Leute sind, die ich habe kennenlernen können und tolle Texte und lohnt sich, in alle reinzuschauen und mit allen Autorinnen und Autoren zu denken. Der heutige Abend ist der zweite Teil eines Doppelsiegs. Denn Wolke 2, der erste Star der Kuhherde meines Vaters, gewinnt heute zum zweiten Mal. 1950 fuhr sie mit meinem Vater Bernhard Frieh im Zug nach Frankfurt am Main, um dort vor 500.000 Zuschauern rot-bunte Siegerkuh auf der DLG-Schau zu werden. 2023 wurde Wolke 2 mittlerweile zwischen zwei Buchdeckeln gepresst, als Hauptfigur eines schmalen Buches vor 500 Zuschauern mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Die Zahlen liegen natürlich nicht ganz auf einer Linie. Die 500.000 kamen über mehrere Tage hinweg und ob alle Wolke 2 und ihre Auszeichnung gesehen haben, ist sehr fraglich. Andererseits haben neben den 500 Menschen hier im Saal noch ein paar andere mein Buch und die Bücher der anderen lesen können. Also irgendwie stimmen die Zahlen nicht so ganz. Nun mag mancher hier im Saal denken, der will doch nicht im Ernst die Auszeichnung einer Kuh auf einer Landwirtschaftsausstellung mit dem Deutschen Sachbuchpreis in einem Zusammenhang bringen. Den bedenkenträgerischen Menschen, die es im Raum geben mag, darf ich versichern, wenn mein Vater heute von seiner Wolke aus zuschaut, denkt er genau das Gleiche. Nur andersrum. Der wird doch nicht im Ernst den Siegerpreis auf einer deutschlandweiten DLG-Ausstellung mit einem Preis für ein Buch vergleichen wollen. Und genau darum geht es in dem Text, der hier freundlicherweise ausgezeichnet worden ist. Wie eine selbstbewusste, nach eigenen Wertungskategorien und Regeln eigenlogisch funktionierende Sozialform in nur einer, allenfalls zwei Generationen ganz still und so vollständig untergegangen ist, dass wir ihre Werte und Regeln nicht einmal mehr für möglich halten. Ich habe dafür eine vielleicht nicht einzigartige, aber doch besondere Versuchsanordnung nutzen können. Ich bin mit 10 Geschwistern auf einem Hof im Münsterland aufgewachsen. Im Gespräch mit Ihnen habe ich den Weltenwandel zwischen den 1940er und 1980er Jahren aus der Akteursperspektive zu rekonstruieren versucht. Für meine ältesten Geschwister war die bäuerliche Sozialform während ihrer Kindheit noch gelebte Realität mit Eisblumen an den Fenstern, Kinderarbeit, Körperstrafen, ritualisierter Alltagsfrömmigkeit, Sonntagsgottesdienst, Frühschoppen, monatlichen Zuchtviehmarkt und natürlich den DLG-Schau. Die Jüngeren erlebten das Verschwinden bzw. die Transformation all dieser Elemente im kindlichen Alltag
ohne Begriffe und Rahmen für die Veränderung zu haben, die ihnen geschah. Indem ich jetzt Oral History, zeitgenössische Agrarpublizistik und Agrarsoziologie und agrarhistorische Arbeiten zusammenführe, kann ich, oder so hoffe ich, Begriffe und Rahmungen mit den Erleben meiner Geschwister verschränken. Was gewinnen wir jetzt dadurch? Erstens, meiner Ansicht nach, eine andere Perspektive auf die Geschichte der Landwirtschaft, die nicht einfach das Krisennarrativ des Höfesterbens bedient, sondern vom individuellen Erleben und dessen Verarbeitung zu Auf- und Umstiegsgeschichten das stille Verschwinden der bäuerlichen Welt verstehbar macht. Zweitens, eine andere Geschichte des Katholizismus als Sozialform, der in vielen Formen auftritt, als Lebensversicherung der Bauern und als Rahmung ihrer Alltagswelt, als heute befremdlich anmutendes Lebensselbstopfer junger Menschen, das mein zweitältester Bruder schließlich nicht erbracht hat, als Chance auf Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung für meine Mutter und viele meiner jüngeren Geschwister. Drittens, eine andere Perspektive auf die Geschichte der Bundesrepublik. Sie wird gewöhnlich von den Städten her geschrieben, mit der Rhythmisierung durch Wirtschaftswunder, Ölkrise und den Jahren nach dem Boom. Doch 1950 war noch knapp ein Viertel der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft tätig und viele andere machten Alltagserfahrungen ländlichen Lebens und Arbeitens. Die Erfahrungen dieser Menschen werden, so haben mir viele Leserinnen und Leser geschrieben, durch dieses Buch gewissermaßen rahmbar und mit Bedeutung und eigener Dignität jenseits von Untergang versehen. Das ist ein von mir nicht vorhergesehener, aber wirklich schöner Nebeneffekt des Buches. Meine Geschwister haben innerhalb von einer Generation vieles verloren. Eine Sprache, nämlich das Plattdeutsche, eine Sozialkultur mit Visiten der Verwandtschaft, mit Alltagskatholizismus und so weiter, viele handwerkliche Fähigkeiten, Besen binden, Buschen machen und viele nicht sehr schöne handwerkliche Fähigkeiten, die man auf dem Bauernhof so braucht und die ich Ihnen jetzt erspare, und intellektuelle Herausforderungen, wie etwa Wetterprognosen oder Zuchttierprognosen, alles das brauchen wir nicht mehr. Aber in den Interviews geht es nicht um Verlust, sondern um Gewinn. An Berufsperspektiven, an Mobilitätschancen, an Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf Freunde, Freundinnen und Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Trotzdem kann man heute im Münsterland Plattdeutschkurse besuchen und wahrscheinlich auch Besen binden lernen. Menschen, die in ein völlig verändertes Dorf ziehen oder eines der leerstehenden Häuser in der Bauerschaft Horst anmieten, beheimaten sich dort durch das Erlernen von Kulturelementen, die die Indigenen vielleicht nicht bewusst, aber sicher nicht ungern aufgegeben haben. Kultur ist ein extrem wandelbares Phänomen. Auch in agrarischen Zusammenhängen, die doch immer als der Hort des Beständigen und Ewigen gelten, ist sie hochgradig variabel, sie imitiert, sie adaptiert, sie verliert und gewinnt. Die Agrarlandschaft, deren Verschwinden seit den 1960er Jahren wir beklagen, immer größere Felder, immer weniger Hecken und so weiter, stammt aus der Zeit nach der Bauernbefreiung. Die Züchterwelt, deren Indian Summer und Untergang ich in diesem Buch beschrieben habe, begann überhaupt erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist vielleicht eine der generalisierbaren Einsichten dieses Buches, dass es wichtig ist, die Dynamik und Veränderlichkeit von Kultur zu unterstützen, auf das Morgen zu setzen, in dem auch das Gestern aufgehoben ist. Dass ich dieses Buch habe schreiben können, verdanke ich vielen Menschen und ein paar möchte ich eben nennen. Das ist zum einen mein Lektor Ulrich Nolte, dessen Feingefühl und Sensibilität für Themen, Stil und Ideen ich wirklich viel verdanke und überhaupt den Leuten beim Beck Verlag. Es ist ein Vergnügen, da Bücher zu schreiben. Ich möchte, auch wenn das ein bisschen schräg, aber weit hergeholt sich anhört, meine Kolleginnen und Kollegen an der Uni Tübingen nennen, da sind Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftler, die alle in gewisser Weise eine Macke haben. Und dadurch ergibt sich aber eine Möglichkeit, voneinander zu lernen und schräge Dinge neu zu denken, für die ich sehr dankbar bin. Ich möchte mich bedanken bei meinen Geschwistern, die sich haben interviewen lassen und es haben geschehen lassen, dass daraus ein Buch geworden ist. Nur das hat diese
sagen wir, dieses einzigartige Experiment ermöglicht und die brauchten gute Nerven und das war wirklich nett, dass sie das ausgehalten haben. Insgesamt habe ich am Anfang gesagt, dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Er ist etwas wirklich Schönes. Ich bedanke mich bei der Jury und bei allen anderen, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Ewald Frieh. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Zuhörende, das war der Deutsche Sachbuchpreis 2023. Am Ende des Buches von Hanno Sauer findet sich eine sehr feine Widmung, die da lautet: Ich widme dieses Buch allen, von denen ich jemals etwas gelernt habe. Mögen wir nicht aufhören, lernen zu wollen, mit Herz und Hirn im Idealfall. Von Ingeborg Bachmann stammt der Satz, denn wer nur ein Hirn hat und kein Herz, ist niemand. Sehr geehrte Damen und Herren, ich rate Ihnen, sich diesen Satz hinter die Ohren zu schreiben. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie dem Deutschen Sachbuchpreis gewogen.